Ah, 2500 gewonnen. Jetzt haben wir sie. Ich hab Tattoo. Zieh dir Oberteil an jetzt. Hey! Wir haben heute einiges vor. Ich werde euch den Bentley schnappen oder tatsächlich den wunderschönen großen Viersitzer. Der Herr Stark kommt gleich mit dazu. Wir können uns ganz entspannt auf einen sehr, sehr geilen Abend freuen, denn für heute ist einiges an fettem Roleplay geplant, Leute. Ich glaube, dass heute einiges passieren wird. Harry, mein Guter, einen schönen Casino. Hast du eventuell mal Lust? Können wir mal später auch mal reingehen, oder? Ich habe mal 700k beim Casino verspielt. Gut, vielleicht sollten wir da ein bisschen vorsichtiger sein. Da sollte man eher eine Suchtherapie machen. Vielleicht hast du eine gar nicht so schlechte Idee. Weißt du was? Ich gehe später mal hin und werde mich da einfach mal melden bezüglich einer Spielsuchttherapie. Vielleicht kann man den einen oder anderen Patienten gewinnen. Rekrut Hilton hier. Hallo, Bernd Wolter mein Name, gelernter Diplompsychologe. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen, Herr Hilton. Einen wunderschönen. Es geht da um Folgendes tatsächlich. Ich hatte mich bereits versucht, über mehrere Ecken bei der Armee schlau zu machen. Leider Gottes habe ich da keinerlei Feedback erhalten. Ja. Wollte mich mal vorstellen, eventuell für eine Traumatherapie bei Ihnen, ob eventuell Bedarf wäre, tatsächlich bei der Armee den einen oder anderen, der aus dem Krisengebiet zurückkommt, als Psychologe zu behandeln. Ja, also ich war noch nicht im Auslandseinsatz, sag ich mal so, aber ich kann es natürlich mal mit der Leitung, kann ich auf jeden Fall da mal ansprechen. Werde mich dann auf jeden Fall nochmal melden, Herr Wolter. Das wäre super, super. Vielen Dank. Sauber. Bis dann, ja. Ciao, ciao. Tschüss. Dann würde ich mich jetzt ganz kurz fürs Taxi enlisten. Dann fahren wir erstmal ein bisschen Taxi auf ganz entspannt heute. Wir machen ein paar Reisen. Das ist immer ganz gut, um ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen. Aber es geht mir hier primär um die Kontakte. Herr Wolter. Lolita, einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Alles gut soweit? Ja, super. Du hast zwei Taxen, meinst du, ne? Ja. Und eins davon im Schlüssel zu leihen. Ich kann dir da auch gerne was für zahlen. Nee, das ist gar kein Problem. Nicht. Ja. Dann schick mir ruhig mal einen Standort, dann komme ich dich kurz holen, ja? Supi. So, das ist ja wunderbar, Leute. Das ist natürlich perfekt. Alles. Okay, Sven, Stroh jetzt bitte ganz kurz. Wir müssen jetzt. Oh oh. Hab keinen Stress, bitte. Der weiß das nicht. Der ist. Guten Abend, die Herren. Bernd Wolter, mein Name, Diplompsychologe. Schönen guten Abend. Aber hör mal zu, guck mal, okay. Genau, yeah. Diese Linie. Ja. Wenn man die eigentlich als Normalo passiert, ist man eigentlich Hackfleisch. Oh. Okay, sollen wir zurücksetzen? Wir wollen natürlich keinen Ärger, die Herren. Wir wollen natürlich keinen Ärger hier. Ich meine, wir sind halt hier in der Area, die. Ja. Kleiner Moment, Sven. Ich wollte, sind das nicht diese Abzieher-Leute, die. Wo befinden sich denn gerade? Gerade in einer ganz schwierigen Gegend. Ich bin hier bei den Ballers. Ja, ich komme einfach vorbei und hole sie mal ab. Wir haben dann ein Treffen mit dem General. Das kommt natürlich jetzt spontan. Ja, also wie gesagt, super, dass sie sich da bereit erklären, ne? Sollte kein Problem sein. Wunderschönen guten Abend. Bernd Wolter, mein Name. Hallo. Herr Wolter, ich grüße Sie. Bei Ihnen bringt man mein Name, General Davis Army. Mhm. Ah ja, dass ich hier direkt zum Generalstabs vorgestoßen bin. Das hätte ich mir nicht gedacht, tatsächlich, dass es so einfach ist. Ja, hallo. Ja, ich bin mit der Frau Berger ganz gut befreundet mittlerweile und hatte sie jetzt mal als Beraterin hier mitgebracht. Und ich hoffe, wir sehen nicht allzu viele Leute jetzt hier. Dass, ich hätte eine Bitte. Die Frau Berger darf leider nicht mit. Und dann den Fahrer brauchen wir auch nicht. Geht leider nicht. Okay, dann schaffst du das auf jeden Fall alleine. Ja, alles schauen klar. Sie das, während Sie flüstern. Ich höre es in meinem Büro. Herr Walter, wollen Sie hier innen runterrennen? Ich bin am Flüstern. Ja, warum wird denn hier so geschrien? Wir wechseln gut, jetzt Schnauze. Jetzt. Gut, dann Gottes Willen, hier ist ja ein Betriebsklima. Mensch, jetzt komme ich hier mir vor wie ein Gefangener. Wenn der General Ihnen jetzt Schule anbietet. Ach Gott, Entschuldigung. Eieiei, ich werde hier erschossen. Ich habe mir geschworen, niemals ein Gefängnis als von innen zu sehen, es sei denn, ich kann den Gefangenen drin irgendwie helfen. Und deshalb bin ich auch heute tatsächlich hier. Wollte mich einfach mal ein bisschen bei Ihnen vorstellen, wenn das in Ordnung ist. Bernd Wolter, mein Name, geboren in Uganda, aufgewachsen in Ecuador und wollte eventuell meine Dienste hier, wenn es möglich ist, anbieten. Ich glaube, gerade im Bereich des Militärs gibt es den einen oder anderen Außeneinsatz, der sicherlich traumatisch sein kann. Ich habe mich auch bereits schon mit dem PD kurz geschlossen. Den einen oder anderen Officer hatte ich nach einer Geiselnahme auch schon bei mir. Wir haben tatsächlich auch drei eigene und Anführungszeichen Psychologen, die bei uns beschäftigt sind. Man findet wenige Leute, die das wirklich, würde ich sagen, dieses Fingerspitzengefühl mitbringen, um diesen Job ausüben zu können. Wir wissen halt nicht, wie wir das abwickeln sollten wegen Bezahlung und so weiter. Das müsste dann über das Government laufen. Das heißt, ich glaube, es gibt einen Gesundheitsminister. Also gerade der Bereich der Resozialisierung, die Kriminellen, aber auch natürlich der Bereich von Beamten, Soldaten und Polizisten, die traumatische Erlebnisse durchgemacht haben, interessiert mich unglaublich. Ich muss sagen, klingt ja alles ziemlich glaubhaft und auch seriös, aber sie sind halt doch noch nicht lange hier. Ja, sie können aber, wie gesagt, gerne in den Kreisen, wo ich schon behandelt habe, sich nach mir erkundigen und ich bin mir sicher, dass die Leute da in den besten Tönen von mir reden werden, weil wir da wirklich ganz, ganz ergebnisorientiert arbeiten. Wir würden dementsprechend auch sie bitten, Personalausweis und so weiter einzureichen und wenn es möglich ist, halt auch das Diplom, das ist für uns ganz wichtig. Ja. Das Diplom ist vermutlich auf Spanisch, oder? Richtig, genau. Das ist kein Problem, wir haben
jemand bei uns, der Spanisch spricht. Herr Wolde, ich würde erst mal vorschlagen, das klingt ja alles ziemlich nett, was Sie da sagen. Nichtsdestotrotz schauen Sie erst mal, dass der ganze Papierkram erledigt wird. Klar, natürlich. Und dann kommen Sie nochmal. Machen wir. Würde ich sagen. Wollen Sie trotzdem noch einmal Ihren zukünftigen Raum vielleicht einmal sehen? Ja, doch einiges an Zellen. Ja. Ich sehe auch hier schon die Zellen. Können wir gerne mal aufmachen? Jetzt haben wir sie. Ach Mensch, ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt hier mitgegangen, ja, gut, dann mitgefangen. Dann bleibe ich jetzt wohl hier. Ich merke schon, dass tatsächlich hier ein relativ lockerer Umgang herrscht und kein autoritärer Führungsstil. Ich glaube, die Häftlinge haben den nötigen Grundrespekt und das ist eine ganz, ganz gute Grundlage zum Arbeiten. Bernd Hilton, mein Name. Walter, Gottes Willen, ich komme ganz durcheinander hier. Alle heißen. Nee, Entschuldigung. Walter, mein Name. Hallo, schönen guten Tag. Freut mich, Sie kennenzulernen, Sir. Gleichfalls. Was ist Ihre Aufgabe hier, Hilton? Sie arbeiten hier im Gefängnis oder wie? Ja, ich bin halt bei der MP, bei der Military Police, der besten Einheit der Armee. Ja, schön, hier mal reinschnuppern zu dürfen. Vielleicht sehen wir uns dann des Öfteren mal, Herr Hilton. Herr Hilton, melden Sie sich gerne, wenn Sie Bedarf haben, ja? Wenn Sie Feierabend haben. Und wie gesagt, über verlorene Liebe und Liebschaften und sowas und zu sortierende Gefühle rede ich gerne mit Ihnen, ja? Vielen Dank für die Möglichkeit, mich hier vorzustellen. Und dann hören wir alsbald voneinander. Sven, vielleicht kommen wir über Gästeliste rein. Oh, das wäre Hammer. Au! Einen wunderschönen guten Abend. Bernd Wolter, mein Name. Ich bin gelernter Diplompsychologe und wollte mich hier mal vorstellen. Ja. Eventuell im Rahmen der Glücksspielaufklärung vielleicht gar nicht so uninteressant. Hätte einer der beiden Kollegen kurz Zeit, die Herrschaften zu begleiten, einmal durchs Etablissement zu führen, entsprechend? Wäre das so in Ordnung? Können wir gerne machen. Benötigen Sie ein Getränk oder einen anderen Service? Dann würde ich gerne Whisky nehmen, tatsächlich, ja, wenn das geht. Dann trinken wir und dann würde ich auch direkt natürlich weitergehen. Euch echt nicht zu spielen. Das ist hier unser Low-Bereich. Da kann man halt mit einem kleinen Geld an den Spielautomaten spielen. Idoli da. Dann versuchen wir das doch mal. Viel Glück, Bernd. Ja. 500, ja, immerhin. Was? Immerhin, den Einsatz wieder drin. Ja, komm, einmal drehe ich noch und dann reicht's aber auch. Einmal den Einsatz wieder drin gehabt und dann war er auch schon wieder weg, ne? Was soll ich sagen? So schnell kann's gehen. Das mag jetzt vielleicht eine harte Frage sein, aber gab's schon mal hier Fälle von versuchtem Suizid oder ähnliches? Menschen, die verloren haben? Persönlich ist noch nichts bekannt. Vorne im Prinzip in dem Bereich haben wir unsere High-Rolling-Slot-Maschinen. Versuchen wir's mal, oder? Ja. Nein, mach nicht fertig. Diese Maschine ist halt der Teufel eigentlich. Ah, 2500 gewonnen. Nicht schlecht. Gut, das reicht dann auch an der Stelle. Ich habe alles, was ich verspielt habe, wieder drin. Ja, das macht schon einiges her. Jetzt weiß ich, Lolita, was du meinst. Ich würde dir zu gern reinspringen, aber ich glaube, das erspare ich Ihnen jetzt lieber den Anblick. Vielen Dank für die Rundführung. Ich kein Problem. Finde das immer nicht verkehrt, wenn sich ein Casino dafür öffnet, auch das so weit zuzulassen. Guten Abend. Wir sind soweit zurechtgekommen. Sehr schön. Ja, sieht auf jeden Fall nach einem Vorzeigebetrieb aus. Wir kümmern uns drum. Wenn Sie möchten, gebe ich Ihnen gerne mal meine Handynummer. Sollte es irgendwie Interesse geben für eventuellen therapeutischen Sitz hier, falls das Casino mal überlaufen ist, es Probleme gibt mit Glücksspielsucht und so weiter und so fort, melden Sie sich gerne. Herr Wolter, ich würde dann einmal mit dem Management Rücksprache halten und dann machen würden Sie das wir gerne. Uns bei Bedarf nochmal bei Ihnen melden. Ja, Sven, ich sag's dir so, wie es ist. Also ich glaube, wir bauen uns hier einen ganz guten Kundenstamm auf, ne? Ich glaube auch. Ich glaube gerade, dass das Casino und der Beruf bei der Armee vielleicht gar nicht verkehrt sein können. Ja, ne? Ich glaube... Ganz gute Kontakte sein können, wenn du verstehst, was ich meine. Oh nein. Aqua. Hallo. Hi. Aqua, ja. du hast mich eben angerufen. Das war vor 4 Stunden, verdammt nochmal. Was ist denn mit dir schon wieder passiert? Wie siehst du schon wieder aus? Wir haben doch Fortschritte gemacht, verdammt nochmal. Jetzt gibt es ja eine Sache. Ich habe einen Albtraum gehabt. Können wir das besprechen vielleicht? Aqua, hast du denn überhaupt Geld für eine weitere Therapiesitzung? Die Damen und Herren, das ist so privat jetzt. Jetzt gehen sie auf die Seite. Gut. Nein, die gehören mit zum Team. Aqua, du kannst den Herren und Damen vertrauen. Ja, aber da hört doch der Typ dazu. Ich glaube, der Mann ist taubstumm. Ich glaube, der hört nicht. Hallo? Hallo? Aqua, der Mann ist taubstumm, glaube ich. Also, ich habe einen Albtraum gehabt. Okay. Seitdem, ich weiß nicht, ich habe mich gedacht, ich brauche die Kopfhörer. Ich habe geträumt, dass Poseidon mit Schwierigkeiten steckt. Okay, Aqua, pass mal auf. Ich kann seitdem nicht mehr ruhig schlafen, ich Aqua, bin kaputt. Hast du, ja, ich verstehe das, aber hast du Und hat der Armee, das sind die Anmolianer. Ja. Was soll ich denn tun? Hast du angefangen zu arbeiten, wie ich es dir empfohlen habe? Ja, ich habe richtig gut Geld gemacht. Ich habe in der Stunde 40-50k gemacht. Dann wirst du dir wohl eine Therapiesitzung leisten können, oder? Ja, richtig. Es wurde mir gerade weggenommen, weil ich eingeknast wurde. Warum bist du ins Gefängnis gekommen, Aqua? Weil ich ohne Führerschein fahre, weil ich finde das unnötig, ja. Aqua, pass auf, wir machen das so, wir kriegen sicherlich heute Abend später noch eine Therapiesitzung irgendwie hin. Ich mache dir das zum Freundschaftspreis oder von mir ist auch noch ein letztes Mal umsonst, aber da müssen wir wirklich über ein Bezahlungsmodell reden, ja?
heute kein Fortschritt bei dir sehe, Aqua, dann bin ich nicht mehr gewillt, das fortzuführen, ja? Ich kann Ihnen gerne auch ein Fahrzeug überlassen, wenn Sie möchten. Ich schenke Ihnen genau die gleiche Wagen. Ja. Wenn Sie mir alles Züge gratis machen. Genau dieses davon? Fahrzeug oder wie? Genau die gleichen. Der sieht eins zu eins. Au! Die Teufel! Was schreist du so? Durch den Stunde, den wir hatten, weißt du, was ja, ich meine? Ja. Das war brutal, ey. Ich bin gerade im Würfelpark, fragt Joanna, weißt du? Die hat mich da rausgelassen und ich hab gesagt, Poi, ich gehe da nicht mehr hin wegen Stresssituation, weißt du? Wegen den Ursprung hatten wir diskutiert den Tag, ja, weißt du? Ja, ja. Und ich bin weggerannt, ey. Okay. Und es hat funktioniert? Super, ey. Super Klima, no, weißt du? Oh mein Gott, hey, Aqua, nimm die Waffe runter! Aqua, die Waffe runter! Aqua, nimm die Waffe runter. Egal. Ja. Aqua, bitte die Waffe runter, Lolita, geh da bitte weg. Aqua, das muss nicht sein, bitte, sonst werde ich dich wieder der Polizei melden und du verbringst die Nacht im Gefängnis. Ich bin nicht so dumm, wie du denkst. Aqua, bitte, hey. Aqua, wir können das auch ganz und gerne anders klären, wenn du möchtest, ja? Gut, wir fahren dann. Aqua, wir melden uns. Herr Breitenberg, möchten Sie sich lieber hier vorne aufs Sofa setzen oder unten in den Therapieraum? Das dürfen Sie entscheiden, das sind Ihre Kompetenzen. Ich schätze Sie mehr so ein, dass Sie lieber hier das Ambient hier oben wahrscheinlich mögen. Schreiben Sie mir doch gerne erstmal, wer Sie sind und warum Sie hier sind. Es ist eine etwas komplizierte Story, die sich da aufgetan hat. Ursprünglich wurde ich von meinem Onkel Johann Wolfgang vom Berg, Antim der König im Norden Deutschlands, ins Exil verstoßen. Ich kann es mal so beschreiben, für einen Menschen meiner Klasse und meines Auftretens habe ich hier zahlreiche Personen provozieren dürfen. Nicht mit Absicht. Verständlich. So dass ich immer wieder auf Gegenwehr gestoßen bin. Diese Gegenwehr, so wurde es mir erklärt, führte dazu, dass ich immer wieder Gewalt ausgesetzt wurde und ein Traumata erlitt. Innerhalb dieses Traumatas, also ein besonders furchteinflößendes Ereignis, was mir widerfahren ist, Hakan Schmidt hat mich sozusagen mit Faustschlägen penetriert, verfiel ich einer Störung, einer Persönlichkeitsstörung. Okay. Ein sehr rüpelhafter, ruchloser Mann namens Abu Mahmud tauchte auf. Erstmal. Okay. Wahrscheinlich eine Schutzfunktion meines Gehirns. Und angeblich habe ich wohl alles verdrängt, was zuvor in meiner Kindheit geschehen ist, sodass ich mich zu dieser Person Breitenberg entwickelte. Nach einer Behandlung in einem sehr dubiosen Raum, auch mit Drogen, kam die weitere Persönlichkeit Buro zustande und Abu Mahmud verschwand. Seitdem konsumiere ich Drogen, um hin und her zu wechseln. Okay. Ich möchte Sie natürlich jetzt nicht dazu zwingen, aber wenn Sie das vielleicht mal demonstrieren können, damit ich mir da ein besseres Bild von machen könnte. Also um ehrlich zu sein, ist das schon etwas beschämend. Ich würde Ihnen empfehlen, den Herrn auf seine Drogensucht anzusprechen. Dieser Buru scheint wohl süchtig zu sein. Und wird dann wahrscheinlich auch wieder konsumieren, damit ich dann da die Therapie weiter fortsetzen kann. Genau. Das ist natürlich jetzt entscheidend und wichtig für mich. Ich würde sagen, wir probieren das gerne mal aus. Ich werde es probieren. Ich hoffe, es geht wirklich gut aus. Und verzeihen Sie mir bitte den Auftritt, welcher folgen wird. Oh oh. Nein. Oh Gott. Ja, ja. Amonette, was ist hier los? Oder Lolita, bist du da? Oh nein. Oder Sahnefetti, komm her, was geht ab, Mann? Das meinte ich vorhin. Hallo. Hallo, Herr Buru, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name was ist für ein Herr Buru, was geht? Mein Name ist Bernd Wolter, ich bin Diplompsychologe und ich freue mich, dass Sie gerade hier sind. Ja, was redet der für ein Lolita, Mann? Ist das ein Allmann oder was? Wie alt sind Sie, wenn ich Sie fragen darf? Bruder, ich bin 29. 29, okay. Sehr schön. Aber ich sag 22, wenn die Mädels ankommen. Lolita weiß Bescheid. Dürfte ich fragen, woher Sie kommen? 13. Stock, Amonakrim, geboren und aufgewachsen. Ja, im Block also, oder wie? Ja, ja, was denkst du denn, Digga? Ich stelle Ihnen einfach mal Fragen und Sie antworten einfach. Das ist in Ordnung, was nervt der Lappen so, ja? Was stellt der für viele Fragen? Ich würde Sie gerne kennenlernen. Was für ein Kennenlernen, Amonakrim? Ich stehe auf Frauen, ich stehe nicht auf Männer. Was willst du, Digga? Wie, du willst mich kennenlernen? Ja, ich möchte Sie gerne kennenlernen, als eventuellen Kontaktmann. Vielleicht können wir gemeinsam. Vielleicht wollen Sie ja auch Geld verdienen, oder? Ja, Bruder, das hört sich gut an, Digga. Ja, genau. Haben Sie zufällig was von dem Stoff dabei? Ich habe hier einen Joint dabei, Digga. Willst du mal ziehen, oder was? Ja, machen Sie gerne an. Ich würde mir dann gerne da mal was genehmigen. Ja, wer baut der Haut, sagt man doch. Also beginnen Sie ruhig. Wer baut der Haut und der Karton bringt den Gong, Amonakrim. Komm, Digga, genau, Alter, der Junge hat Geschmack. Genau so. Jetzt geht's wieder los. Was war das denn bitte?
Alles gut. Wir sind wieder zurück bei mir im Apartment. Wolter, sind Sie das? Ich bin's, genau. Bernd Wolter, richtig. Interessant. Also Ihre andere Persönlichkeit, wenn ich das so sagen darf, der Herr Buro ist sehr, sehr ausgeprägt tatsächlich. Ich habe Herr Buro jetzt mal ein paar Schlüsselfragen gestellt. Also, so wie ich das entnehmen konnte, ist Herr Buro tatsächlich Drogendealer. Nein, bitte nicht. War auch schon des Öfteren im Gefängnis. Ich weiß nicht, ob Sie das in Ihrer Persönlichkeit mitbekommen haben. Mhm. Ist es Ihnen schon oft passiert, dass Sie auf offener Straße angesprochen worden sind als... Also der Hakan Schmidt hat Sie geschlagen und Sie sind dann zu Fall gegangen, richtig? Ja, richtig. Das stimmt so. Kann das nicht sein hier, dass er ein zerebralen Trauma erlitten hat und dadurch das... Ja, das wahrscheinlich hinten den Hypothalamus beschädigt richtig. Hat. Darf ich mir mal Ihren Hinterkopf ansehen? Gut, ich sehe da eine kleine Narbe aus. Ich nehme an, dass da vielleicht sogar ein chirurgischer Eingriff in Frage käme. Interessant. Wir können das sicherlich über eine Gesprächstherapie begleiten, versuchen, aber ich sehe tatsächlich da die größte Chance tatsächlich, wenn man wirklich versucht, mit einem Hirnschrittmacher oder einem direkten chirurgischen Eingriff zu arbeiten. Wären Sie bereit vielleicht zu einem direkten Gespräch? Ich meine, das ist natürlich immer schwierig, dem Peiniger quasi, demjenigen, dem Auslöser des Traumas gegenüberzutreten. Würden Sie sich dafür bereit erklären? Nur wenn um mein Wohlergehen gesorgt ist. Ich glaube, das würden wir hinbekommen, oder Lolita? Ich glaube, dass... Ja. Ansonsten glaube ich, sehe ich tatsächlich das Potenzial in der Operation. Natürlich. Also ich denke, Ihre Kompetenzen sprechen für sich. Ich war auf jeden Fall ein sehr interessanter Fall und nicht verkehrt, dass Sie da so aufgeschlossen sind. Das ich war mit Ihrer Leistung äußerst zufrieden. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Hallo. Hallo. Ja, mach mal Kofferraum ein, ich setze mich mal ein. So. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, Aqua. Mach dir keine Sorgen. Warte, Moment. Okay. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut geht, Bruder. Ne? Vollgas. Okay. Aqua. Ja, war klar. Also klar. Ey, Jungs, habt ihr einen Plan, was wir jetzt starten können? Was Verrücktes machen hier. Ich muss tätowieren gehen erstmal kurz. Tätowier doch unseren Kollegen hier. Ja, oh Gott, ich kann mich doch nicht tätowieren. Doch. Also das ist ja natürlich. Ein verstecktes Tattoo, wo keiner sieht, so in der Leiste oder so. Ich würde, also ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Vielleicht müsste ich da noch was trinken vorher oder so, ich weiß nicht. Was sollen wir geben? So, und jetzt ab Tattoo stechen jetzt. Guck mal hier, wir können ja mal am Oberkörper, was können wir da machen? Oh, Alter, erstmal auf die Seite. Ich weiß. Scheiße. Entschuldigung. Immer wenn ich trinke, werde ich ganz groovy. Die Tür sollst du mal abschließen. Kannst du erstmal wieder einsteigen? Oh yeah. Wo hast du denn der Tattoo-Studio? Wo geht die wilde Reise hin? Kunde, ich bin sofort. Die Pflanze auseinander. Was macht der da? Oh, los geht's! Also super! Unendlich! Unendlichkeit! Unendlich viel Erfolg, unendlich viele Kunden, die durch sind, damit du unendlich viel Geld machst. Unendlich viel trinke ich heute nicht mehr. So, geschafft! Ich hab Tattoo! Komm, wenn dein Mann beruhigen Sie sich da! Zieh der Oberteil an jetzt! Hey! Wir hören uns, okay? Kleines Arschloch, ich dachte, ich habe meine Therapie, jetzt bei dir verdammt. Aqua, ich hab Feierabend, ich hab mich voll getrunken. Ja. Ja, bitte, Breitenfeld wieder am Rauchen. Ach du Scheiße, schnell los, schnell weg. Hey, er hat wieder was genommen, er wird wieder zum... Oh. Ey, Mädchen, bleibst du stehen, haben wir nach oben. Wenn ich mit dir rede... Junge, was schlägst du? Hallo. Wir kennen uns doch bereits, wir haben uns doch... Hallo. Schlag nochmal meine Schwester ein Stück Scheiße. Komm mal her. Oh. Das ist Lolita, Alter. Lolita mach ich gar nichts. Will nicht auf dich schießen. Baby, ich wollte dich nackt machen. Was für Baby? Nenn mich nicht Baby. Wer ist dieser Typ? Warum sagt er, er ist dein Bruder? Ja, ich kann ja auf den Kopf schießen, Digga. Hau rein, Digga. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Beschmutz. Ja, verpiss dich. Ganz ruhig, bitte. Ja, vielleicht nochmal einen rauchen und dann ist alles entspannt. Wir zwei rauchen jetzt noch einen. Ja, ich würde rauchen. Ja, komm. Du haust an, ich zieh. Guck mal diesen Zug haben wir noch. Ach, shit. Herr Walter, komm. Sind Sie das? Ja, wofür Sie bitte? Sie haben eben mehrfach Frau Berger angegangen und Ihren Bruder bedroht und geschlagen. Nein. Es wäre das doch, ich... Wahrscheinlich sind Sie meiner zweiten Persönlichkeit begegnet. Mollo, der Mann ist krank, das... Der braucht unbedingt diese OP. Unbedingt. Ja. Einschläfern kann man solche Leute einfach auch. Lolita, wollt ihr mich nach Hause fahren? Ich bin wirklich, wirklich müde. Was für ein geiler Stream, Alter, mal wieder. Insane nice einfach. Ich bin an der Stelle raus. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht, Mann. Wir sehen uns morgen wieder. Kuss auf eure Augen, auf eure Genitalien, auf alles andere, was ihr an eurem Körper habt. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.